So, also, endlich ist es wieder soweit. Eine weitere Folge Abu Intellektueller Show. Featuring Abu Intellektueller live. Hier bei uns im Chat. Wir gehen rein, let's go. Flair Energie Story auf Englisch. I tell Fabio, you bring Dom Perignon and if you... Yes, I'll get you a bottle. I say, Fabio, didn't you hear me? Everything for 6,000 euros. How much does a bottle cost with you? So no idea. 600 euros? Oh, no idea. What, the 400 euros? Ey, guck mal, wie krass, bitte. Guck mal, wie krass das ist, dass die AI am Anfang Flair einen US-amerikanischen Akzent gibt und dann irgendwie, das ist natürlich ein Fehler, switcht auf britisches Englisch. Das erkennt man ganz einfach am Wort für Flasche. Weil beim ersten Mal, als das Wort Flasche sagt, sagt Flair hier Bottle. Und Bottle ist die US-amerikanische Aussprache. Direkt zwei Sätze danach sagt er dann Bottle. Bottle. Und das ist ja die britische Aussprache. Er switcht einfach zwischen US und UK Englisch. Achtet mal. I tell Fabio, you bring Dom Perignon and if you... Yes, I'll get you a bottle. I say, Fabio, didn't you hear me? Everything for 6,000 euros. How much does a bottle cost with you? So no ideas. Hört ihr den Unterschied? Baro und danach Bottle. Yes, I'll get you a bottle. I say, Fabio... Baro. Und jetzt? Didn't you hear me? Everything for 6,000 euros. How much does a bottle cost with you? Bottle. So no idea. 600 bottle. Euros? Oh, no idea. What, the 400 euros? I say, you pay in full and you only give me a fair price. Understand? He said, okay, okay, Flair. He's departing, dude. They make orchestras, they come, you know. Play any song. What am I doing, dude? I'll take a bottle. I'll give him a bottle. I'll give Reddit a bottle. I'll in einem Satz sogar. I'll give him a bottle. A bottle. They make orchestras, they come, achte. You know. Play any song. What am I doing, dude? I'll take a bottle. I'll give him a bottle. I'll give Reddit a bottle. I'll give him a bottle. A guy comes, I give him a bottle. I give DJ a bottle. I gave everyone a bottle. And old lady with butt, she's coming slowly, so, you know. Energie, Energie. Digger. Energie, Energie. So. And then the energy was with us, man. Yes. And in the end, who were the shooters? And 6K poorer. What are 6K, Digger? When you were the baller at the end. What a 6K digger. Geil. Ey, es ist auf jeden Fall übertrieben witzig, diese... Ich würde auch gerne mal eins von Roos hören. Okay, weiter. Nächstes Video. Manuelsen closest NRW. Geil, auch auf Englisch. Brother, if I want to, I'll close North Rhine-Westphalia. Hä, war der erste Satz gerade mit so indischem Akzent? Kann das sein oder bilde ich mir das ein? If I want to, achte mal. Brother, if I want to. If I want to. Ist Goku da? Klingt das ein bisschen so Goku oder bilde ich mir das ein? Brother, if I want to, I'll close North Rhine-Westphalia. And I'm not saying that because I'm a gangster or because I'm the game now. I'm nobody. I am nothing. I am nothing. But when I'm in the right, even if I'm not in the right, my friends stand by me. Like this. And I'll close NRW for you. Quite simply. For you too, Bushido. Brother, if I want to, I'll close... Geil. Bisschen nervig, dass der Sound nur links ist, aber das liegt wahrscheinlich am Originalton. So, nächstes. Wow, geil. Animus. Von Claude Money. Animus Night Bass mit Bad Moms J und Kool Savas. Schauen wir mal rein. Ich hörte Jordi wünscht sich Flieger wären Sternschnuppen. Ich wünsche Jordi würde. Hä, wieso ist da der falsche Beat drunter? Das finde ich richtig wack. Ist ja nicht der originale Beat. Wir kennen ja alle den originalen Beat. Ist ja dieser Boom Bap Beat. Ich hörte, Jordi wünscht sich Flieger, wären Sternschnuppen. Ich wünschte, Jordi würde selbst mal einen Vers spucken, statt immer bei Kerlen lutschen. Doch es ist leider schon so weit gekommen, dass wenn ich Savas hören muss, das Kotzen kriegt. Wenn ich sehe, wie lost er ist mit Props für Kids, die öfter einen Cock im Griff gehabt haben als ein Block und Stift. Sagt, schämt sich dieser Trottel nicht zu sagen, sie wäre die beste Rapperin, dass er sich öffentlich bei Teenies so sehr einschleimt, war ein Schock an sich. Ich bin kein Hater, aber wo ist jetzt?
den Sack gezogen. Animus aus Heidelberg. Aha. Du bist Berliner Moruk, ich bin pervers und schön. Behandel dich wie meine Ex, fick dich, bis du vor Schmerzen stöhnst. Mir ist es scheißegal, denn ich komm auch aus Heidelberg, zerreiß dich mit dem Versus. Moruk, ich spring dir rein vom Herz. Kenne die billigen Beide, die labern und reden so wie dich. Wenn du meinst, was irgendwie dope mit dich hinterrest und bettel besseren Hits. Und es ist wirklich sehr nice, denn du bist gar nicht real mit deinen Gassen. Kenne die billigen Beide, die Leute, du hast mit all den Bars und siehst, ich bin der. Die Moral von der Geschichte ist folgende: Deine Meinung interessiert niemanden. Deine Meinung ändert nichts. Versteht ihr das? Geiles Video hier von Claude Money an der Stelle. Auf jeden Fall gut, ein guter Repost. Weiter mit Auf der Straße bist du No Name. No, auf der Straße bist du No Name. Junge, dieser wummernde Bass, Alter, ja, der ist wirklich fies, Junge. Ein sehr, sehr starker Diss-Track, Alter, yeah. Der auf jeden Fall Bushido gut einen mitgegeben hat. Botox, darum wurdest du Katholik. Brutal, Alter. Denn ich drohe dir Gewalt. Deine Frau, sie ist der Mann im Haus. Fliegt alleine in den Urlaub. Rest von Kabel, guckst du Noten. Ja, finde ich auch, ne? Wird mit jedem Mal hören besser, Digga. Das ist wirklich ein Song, der hat eine krasse Langlebigkeit, Alter. Mega gefährlich. Delivery, endkrass. Lines, brutal. Gegnerbezug, 10 von 10. No. Ey, wer soll jetzt. Also, ich habe ihn schon vorher nicht verstanden, nachdem ich eine Reaction von. Eine Musikreaction von Marvin gesehen hatte, habe ich ehrlich gesagt schon im Vorfeld nicht verstanden, wie man seine Musik. Reactions irgendwie ernst nehmen kann, aber jetzt ist das Ding doch komplett abgefahren. Jetzt kann man seine Musikbewertung ja gar nicht mehr ernst nehmen, weil sobald es um jemanden geht, auf dem Bushido auch nur irgendwie schlecht zu sprechen ist, wird ja Marvins Reaction einfach nicht mehr ehrlich sein, ne? Nee. Nix gut. Welcher Reaction-YouTuber ist gesucht? Deep Throating 101, how to deep throat, oral sex techniques, how to give a blowjob advice. So, also anhand dessen bin ich jetzt noch unsicher, wer es sein könnte. Schauen wir mal aufs Reaction-Bild. Ah, okay, jetzt natürlich, jetzt weiß ich's. Und wisst ihr auch warum? Wegen der Trump-Cappy, ist ja klar. Ist das ein Dildo? Man weiß es nicht. Weiter geht's. Was haben wir hier? Peter Rosberg wird schon wieder. Geil. Das Bild passt echt perfekt, muss man sagen. So, weiter. Manuelsen, Sodom und Gomorra Remix. Das Einzige, was du machen kannst, ist, ich erzähle euch eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Wir haben dies, da. Ohne Tat, die da. Lächerlich. Erzähl euch eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Ey, wie lustig ist es, dass Manuel und ich einfach genau das Gleiche gemacht haben. Das schwarze Meer hängt wie ein Schatten über diesen. Das und haha und hieß und was war damals hin und hieß und wie waren wir da und ha. Denn das eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Wir haben die Stabe, da wir diesen Dienst da. Ohne Tat, tiefes Hüppel, da blieb ich da. Heute Tag, du ziehst es auf, ziehst es da. Lächerlich. Lächerlich. Lass uns einfach so machen. Lächerlich. Da muss ich aber kurz direkt meins mit nachschieben von meinem heutigen Bushido-Highlight. Ich habe ja heute auch ein Bushido-Highlight hochgeladen. Also was heißt auch, ich habe heute ein Bushido-Highlight hochgeladen.
Und da habe ich auch ein Bushido Medley gemacht. Das muss ich euch dann auch direkt zeigen eigentlich. Warte. So, hier ist meine Interpretation vom Bushido. Berlin. Ah. Ja. Ich bin in der Stadt Berlin. Nee, Spaß. Ich musste mich verziehen. Alles geht vorbei. Heute lebe ich so glücklich in Dubai. Animus hat für mich den Text geschrieben. Wir waren niemals Freunde, er hat nur die Checks geschrieben. Ich kann keine Kritik ertragen. Deswegen muss ich einen Strike auf Friedrich haben. Yeah, ah, Amphetamin, es gibt nur ein Berlin. Ich bin Bushido, yeah, ah, yeah. Ich bin die Macht in der Nacht. Lieber eine Taube im Arsch als ein Spatz auf dem Dach, wir. Yeah, ah, King Sonny Black, yeah. Du weißt, dass ich nicht spinne, Mann. Ich hab mehr Skandale als Till Lindemann. Oh, yeah. Wir haben damals das Sagen. Heute fahr ich einen Familienwagen. Yeah, King Sonny Black. Yeah, ah, ah. Mein Wagen ist verbeult. Ja, Sonny Black, ich hab bei Stern TV geheult. Kannst das nicht nachvollziehen? Nein, ich bin in Staat verliebt. Ah. SEK, meine Best Friends. Yes, das sind Rap-Tracks. Das ist eine Legacy. Yeah, ah, ich kenne sie. Sitze in einem Cabrio, wie Kennedy. King Sonny Black, Remedy. Du hast gar kein Geld. Ich bin allein auf der Welt. Sitz in einem Turm in Dubai. Meine Karriere vorbei. Heute hab ich graue Haare. Yeah, schau, wie ich fahre. Im Zeugenschutzprogramm, King Sonny Black, ich beuge mich jetzt dann nach vorne. Und der Polizeikommissar, er ist vorne. Yeah, ah, Berlin. Check. Ah, yes, ich will den Like in der Playlist. Gar keine Kritik, deswegen strike ich den Jesus. Sonny Black. Ja, herrlich. Mach Ausschnitt für Twitter und TikTok. Safe. Mach ich Safe-Abo. Ich habe da noch mehr gemacht, ich habe da noch auf Boss Explosive reagiert, wo er links, wo er so Lines einblendet. Ah. Dann habe ich die immer so nachperformt. So, auf jeden Fall bei diesem Highlight habe ich auch auf Boss Explosive reagiert, wo man Lines von Bushido hört. Natürlich habe ich die Songs von Bushido gestummt. Und dann habe ich die immer nachperformt, auch im Bushido-Style. Achtet mal bitte, das war auch so witzig. Dann gehen wir rein. Was wurde Bushido da angetan? Ich bin cooler als ein Kaltgetränk. Come on, man. Ich bin cooler als ein Kaltgetränk. Ich kann die Lines immer direkt nachperformen. Yeah. Ah. Polizei ist auf der Leitung. Bushido, heißer als die Heizung. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Berlin, hier ist kein Spaß. Bushido, ich bin durchsichtig wie Glas. Ah. Check diesen Reim. Bushido, ich bin hart so wie Stein. Yeah. Ganz genau, ich schaue auf die Kacke. Bushido, ich passe wie eine Jacke. Ah. Yeah. Genau so. Bushido, ich fahre wie ein Auto. Check. Ah. King Sonny Black, King hier am Block. Bushido, ich hab Haare wie ein Kopf. Yeah. Ey, eigentlich könnte ich locker Bushido sein nächster Ghostwriter werden. Ich schwöre, das könnte ich noch besoffen um 5 Uhr morgens schreiben, was der da rappt. Okay, weiter. Dieses Mal sind meine Jungs mit an Bord. Es ist grau, ich habe meinen Buntstift verloren. Ey, Bruder, was rappt der für ein Scheiß, Alter? Ah, yeah. Yeah. Ah. Ja, ah, Bushido, ich spit mit der Stimme. Ich bin traurig, ich kann meinen Spitzer nicht finden.
Yeah. Gegen Sonny Black, check meine Hood ab. Ich bin traurig, wo ist mein Rucksack? Yeah, ich find es nicht mehr. Check. Schau, wie ich Parts bitte. Bushido, ich suche meine Malstifte. King Sonny Black, schau, wie ich deine Rapper box. Ich bin traurig, ich suche meine Vespa-Box. Berlin. Okay, weiter. Guck mich an, ich fress nur noch Ecstasy, du wirst nie G-Unit und du rappst nicht wie all diese Typen, die im Fernseher sind. Ich bin Berliner und mach Lärm wie der Wind. Ich mach Lärm wie der Wind. Okay, los geht's. Komm, check. King Sonny Black, ich bin krasser. Hart und durchlässig wie Wasser. Sonny Black, es gibt keine Competition. Ich bleibe hart wie ein Kissen. geil. Mein Traum war schon immer krass zu rhymen. Du willst mit BMW chillen, doch du passt nicht rein. Ich bin zu wortgewandt, du Horst, du Hans. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Du Horst, du Hans. Ich schwöre, seine Writer haben ihn einfach komplett verarscht. Ich glaube, da habe ich nicht mehr nachgerappt dann. Du Rucksacktourist, vor dir steht ein Busfetischist. Ey, ich schwöre bei Gott, gell, die Leute, die für ihn die Texte geschrieben haben, die haben ihn doch gehasst. Die haben gesagt, ich hasse den Wichser, aber der zahlt einfach gut hier, du kleiner Vollidiot. Hier, ich bin ein Busfetischist. Was? Ich bin Sonny, was heißt das? Das ist was ziemlich Cooles, das machen nur Gangster in Compton. Ah, okay, ich bin ein Busfetischist, yeah. Ja, da kommt nichts mehr. Ich bin 27, bald kommen die Greatest Hits. Du bist nicht ekelig, nein, ich nenne dich gay-kelig. Gay-kelig. I can't fucking take this shit anymore. Ja, wenn ihr mögt, zieht euch dieses Highlight von mir gerne rein. Ich würde mich auch auf jeden Fall freuen über Like, Kommentar und Share. Auf jeden Fall gehen wir jetzt aber wieder direkt zur Abo Intellektueller Show, um die es ja eigentlich ging, aber ich musste jetzt einfach kurz auch meine Bushido-Skills zeigen, weil ich das von Manuel auch witzig fand. So, weiter geht's. Und zwar mit Ich kenne nicht mal ein Lied von ihm. Ey, das passt so perfekt auch mit der Musik, richtig derdo. krass, aber ich glaube, PA sieht es mittlerweile auch ganz anders. Bushido ist halt einfach ein Manipulator. So, da ist jeder schon mal drauf reingefallen. Heftig. So, weiter geht's mit dem nächsten Video. PA hat scheinbar gerade noch die Kurve gekriegt. Ich übersetze für Laien mal, was technische Probleme in Wirklichkeit bedeutet. Ich weiß nicht, wer Auge gemacht hat, aber aufgrund technischer Probleme meinerseits kann die PA Sports Episode heute nicht rauskommen. Ich bitte um Verzeihung, habe aber eine neue Episode gedreht mit neuem Gast und wir besprechen ein paar sehr interessante Themen. Shirin vs. Gottschalk, Dragon vs. ABK, Serda und Knabenflexer. Was ist hier? Uch. Was bedeutet eigentlich Muffensausen? Ganz einfach, wenn jemand Muffensausen hat, hat er mächtig Angst vor etwas. Woher stammt der Ausdruck Muffensausen? Ups. Sag mal. Was hier saust, war einst der Handschuh, der übrigens auch gerne mal unter dem Frack ersetzt wird. So wurde aus dem französischen Moufle für Fausthandschuh die Muffe und der Muff ein Handwärmer aus Pelz. Aufgrund des ähnlichen Aussehens machte man dann später auch kurze Verbindungsrohre Muffe. Da man sich nun aber die menschlichen Gedärme gerne auch als Rohrsystem vorstellte, mutierte die Muffe redensartlich schließlich zum Endstück desselbigen, also zum menschlichen Hinterausgang. Dass der Schließmuskel nun besonders bei großer Furcht mitunter seinen Dienst quittiert, ist weitestgehend bekannt und besegnet uns auch in der Wendung, die Hosen voll haben. Daher ist leicht vorstellbar, was nun bei großer Panik durch die Muffe saust. Es ist echt krass, wie essentiell
im deutschen Sprachgebrauch alles, was mit dem Anus zu tun hat, verwendet wird. Das ist voll heftig, voll interessant. So, weiter. Was haben wir hier? Ali Boumaye hat euch was Wichtiges zum Thema P.A. Bushido Feature mitzuteilen. So, Thema Bushido. Habt ihr gerade was mitbekommen? Features, Meachers, hast du nicht gesehen. An alle Rapper, hört mal zu, Leute. Wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht ein Bushido Feature, ja, gebe ich euch einen Rat. Ein Rat von einem, der selber diese Arbeit und dieses Verhalten live to live erlebt hat, Seite an Seite, nicht über drei Ecken. Dieser Typ, klar, Legende hier, kann man hier nicht wegreden, alles gut. Wäre jetzt auch albern, wenn ich sagen würde, ach, der ist ja gar nichts und so. Das ist ja Quatsch, okay? Hört mal zu. Wenn der Typ die Chance wittert, jemanden zu ficken oder klein zu machen, fickt er ihn und macht ihn noch klein. Ja, neuestes Beispiel hier, dieser PA Sports Feature, hast du nicht gesehen? Der sitzt in seinem Podcast, er sagt nicht, nee, also Feature-mäßig, er sagt nicht so, nee, Feature passt jetzt, würde jetzt nicht passen und so. Er sagt einfach, nee, na, ich hab nicht nehmen, aber nee, nee. Und sein Label, den fange ich auch nicht aus seinem Label. Ja, nee, gleich alles auseinandernehmen. Warum? Merkt ihr das nicht? Der Typ liebt es. Er liebt es, wenn du ihm nur ein bisschen den Turn gibst, nur ein bisschen, nimmt er das und dann fickt er dich damit. Das ist der Typ. Ich schwöre, das ist halt einfach so ein krasser Real Talk jetzt, ne? Wo ich Bushido auch so ein paar Jahre mit anderen Augen beobachtet habe, als damals, wo ich noch überhaupt gar nicht ihn so richtig mir angeguckt hatte, also was sein Verhalten betrifft, weiß man halt einfach, wie real das ist, was Ali da sagt. Also ohne Bushido jemals persönlich kennengelernt zu haben, nur durchs Beobachten der letzten Jahre, wie er Allianzen aufbaut und einfach so, als wäre es nix, wieder so zerschmettert, weiß man einfach, dass Ali höchstwahrscheinlich recht haben wird. Genau so ein Typ ist Bushido. So ein richtig ekelhafter Unterdrücker. Und deswegen muss man eigentlich in der Rap-Szene sich zusammenschließen und den ein für alle Mal wegwichsen aus unserer Szene. Einfach rauswichsen, Alter. Ekelhafter Typ. Und ganz ehrlich, dadurch, dass er so lange Jahre so ultra erfolgreich war, ist er auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, was für verpestete Charakter sich teilweise auch dann in die Rap-Szene reinbegeben haben, weil sie ja durch ihn quasi so die Blaupause dafür gesehen haben, wie man mit einem ekelhaften Charakter ultra reich wird. Widerwärtig, wirklich ekelhaft. Wenn es zum Feature kommen sollte, Leute, ist nur ein Rat von mir. Lass es von deiner Seite kommen. Weil der Typ wickt ab, der denkt sich, warte mal, was bringt mir jetzt mehr? Ein Feature mit dem? Oder wenn ich ihn einfach jetzt öffentlich auseinandernehme? Und was wäre geiler für mich? Ja, ganz klar auseinandernehmen. Und dann macht er das. Obwohl ihr mit dem gerade nichts Streit habt oder so. Er macht das einfach. Weil er einfach so ist. Aber ihr rafft es nicht. Macht ruhig weiter, viel Spaß. Ich meine, ich sag euch ehrlich. Einfach nur Eier. Und dann auf eine Art und Weise, ja, einfach in seinem Podcast so, by the way, Leute, denkt nicht, das ist der erste cool. Das ist alles so geplant. Ja, ich kenne ihn, ich weiß noch, wie er tickt. By the way, also dieser Marvin oder Rosberg sollen irgendwie das so anpeilen, dann so, ja, also guck mal, weißt du, das ist alles Film. Ja, aber dass ihn das gibt, auch Wahnsinn, Wahnsinn. Dicker, life is pain. Jetzt mal bei allem Respekt, Leute. Was die in den letzten Jahren gemacht haben, ist doch schon, Alter, ey, aller Ehren wert, oder? Dann sag euch ehrlich, PA ist ein guter Künstler. PA ist aber den jahrelang seiner Karriere hinterhergelaufen, meiner Meinung nach. Bis er dieses Label gemacht hat, Alter, und es richtig gemacht hat. Und jetzt erntet er, was er gesehen hat. Denn ich gönn ihm das. Und der kackt da einfach rein und zieht das in den Dreck in so 10 Sekunden. Ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Einfach Wahnsinn. 100%. Aber macht nicht weiter damit. Peace. Ey, ich schwöre, ey, das war wirklich gerade so ein krasser Real Talk von Ali. Und es ist einfach bezeichnend, ne? Stars sind Vorbilder. Stars
prägen Generationen. Stars beeinflussen Jugendliche und sorgen auch dafür, dass sie ihnen nacheifern. Und wenn jemand so einen widerwärtigen Charakter hat, dass er Spaß daran findet, andere zu unterdrücken, anderen zu schaden, andere runterzumachen, dann braucht man sich nicht wundern, warum wir so viele schlechte Menschen in der Szene haben. Warum es so viel Streit in der Szene gibt, weil so viele Menschen sich so ekelhaft und rücksichtslos verhalten. Das ist die Schule von Bushido. Das ist Bushidos Schule. Ekelhaft, wirklich. Wirklich, es ist wirklich an der Zeit, ihm ein für alle Mal die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Er hat in der Hip-Hop-Szene nichts mehr verloren. Wir sollten ihn wirklich ausschließen. Der pisst mit einem breiten Bogen auf das, was Hip-Hop ausmacht. Each one, teach one, Zusammenhalt, Community, darauf scheißt der. Ich erinnere mich noch ganz genau, bevor Bushido damals zum ersten Mal aus der Popwelt zurückgekommen ist durch den K-Track, als er noch auf Karel Gott und Peter Maffay Features war. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie Bushido da ein einziges Interview bei Rap.de, glaube ich, gegeben hat, so ein Textinterview, und wo er, oder Backspin, ich weiß nicht mehr genau, wo drin stand, dass für ihn mittlerweile Deutschrap wie so seine Hunde ist. So, er hat so Deutschrap an der Leine und ab und zu lässt er sie mal von der Leine und dann zieht. So hat er damals Deutschrap beschrieben. So eine Ansicht hat er von Rap und von dieser Szene. Und das, obwohl er alles, was er ist und hat, dieser Szene verdankt. Ich bin immer noch am Hustlen. Ich habe nicht krass profitiert durch diese Szene. Diese Szene hat durch mich profitiert. Jetzt nicht, weil jetzt ihr irgendwas von mir profitiert hat, sondern generell, ich habe einfach mehrfach Künstler mit aufgebaut, die in dieser Szene reingekommen sind und Menschen geprägt haben. So habe ich mich zur Rap-Szene verhalten. Also, und trotzdem habe ich nicht viel davon profitiert. Das heißt, ich könnte viel, bei mir würde man viel eher verstehen, wenn ich so eine Denkweise über Rap hätte, wie Bushido das hat. Ich dagegen aber, ich liebe Rap. Ich liebe Deutschrap. Ich liebe auch diese Szene, diese ganzen dreckigen, die diese Szene verpesten mit ihren Dreckscharakteren, können mir das nicht kaputt machen. Die können mir Deutschrap nicht kaputt machen. Die können mir die Liebe zu dieser Kultur nicht kaputt machen. Und das ist wirkliche Liebe zu dieser Hip-Hop-Kultur. Bushido kennt diese Liebe gar nicht. Der liebt nur sich selber. Hundertprozentig. Weiter geht's. Bruder, ich möchte dich bitten, die Folge nicht zu veröffentlichen. Nach Bushidos Aussagen im Podcast und was er über Life is Pain so von sich gibt, fühle ich das, was ich sagte, nicht mehr. Außerdem würden die mich im Internet zerreißen, nachdem das rauskommt. Hoffe, du verstehst. Achso, das soll die Nachricht an Animus sein. Kleiner Realitätscheck für Twitter-Bubble. Ja, habe ich heute auch gepostet, lustigerweise. Ich bin direkt gehatet worden. Von Bushido-Fans. Drama in zwei Akten. Was war da? Ah, krass. Da hat Bushido noch PA markiert in seiner Story. 2020. Und hier dann, juckt mich nicht. Nee, kein Feature. Er ist mir einfach egal. Kianusch feiere ich auch null. Life is Pain ist nicht Death Row. Was für ein ekelhafter Typ, Bushido, ne? Was für ein ekelhafter Typ, wirklich. Ups. So, weiter geht's. So, hier. PA feiert Belasch. Echt? Belasch beispielsweise. Wenn er in einem Interview oder bei sich im Podcast sitzt und redet, ich denke auch, dass er, oder auch in seiner Instagram-Story, lässt raus, was er gerade denkt, aber er ist
weiß nicht, so sortiert, dass egal wann er spricht, so, es klingt on point. Wer heutzutage im Jahr 2023 kein Verschwörungstheoretiker mehr ist, der begeht Verrat an seiner Bevölkerung. Es klingt nicht nach widersprüchlicher Scheiße. Er weiß, was er sagen will, wie er es sagen will und wie er es nach außen zu tragen hat. Und daran merke ich, dass er auf jeden Fall bei sich selbst ist. Das Biest ist besser zu programmieren, als programmiert zu werden. Aber was ich damit sagen will ist, es gab auch keinen Zweiten Weltkrieg. Es gab keine Energiekrise und Corona getrennt. Es ist ein homogenes Zusammenspiel. Es klingt nicht nach widersprüchlicher Scheiße. Als wenn dieses klare Bild, was die Medien gezeichnet haben über diese Hanau-Sache, da wo sie ganz genau schon wussten, was los war, dass das ja nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Er hat sehr viel Eloquenz, er kann sich geil ausdrücken und überall diese, auch über viele verschiedene Themen reden. Aber diese Elite hat religiöse Merkmale. Hat sie. Und welche sind das? Hey, also, Belasch, wir enden immer wieder und... Die Antwort darauf ist sehr, sehr offensichtlich. Okay. Diese Religionsform hat zwei Hörner, mein Bruder. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Okay. Es klingt nicht nach widersprüchlicher Scheiße. Er weiß, was er sagen will, wie er sagen will und wie er es nach außen zu tragen hat. Und boah. Aber man muss der Fairness halber sagen, vielleicht hat sich PA auch gar nicht so viel von Belasch reingezogen. Vielleicht hat Belasch, mein Gott... Vielleicht hat PA einfach nur so ein, zwei Sachen gesehen, wo Belasch vielleicht nichts so Wahnsinniges gesagt hat. Vielleicht hat Belasch da gar nichts gesagt oder nur irgendeine interviewmäßige Frage an Podcast-Gast gestellt. Aber ja, Belasch ist einfach ein massives Opfer. Belasch ist ein richtiges Opfer. Belasch ist lost und redet auch wirklich unfassbar grenzdebile Scheiße. Deswegen, aber ey, es ist ja noch nicht zu spät, dass PA das bemerkt. Irren ist menschlich. So, weiter geht's. So tickt Bushido. Sehr, sehr interessant für mich jetzt. Ab sofort natürlich auch das Bushido-Thema. Schauen wir rein. Bushido war bis zu dem Tag mit Arafat, da war der Typ 100% real. Hat Geld gemacht, wir haben Einbrüche gemacht, wir haben Leute abgezogen. Straßenscheiße. Hat selber auf die Fresse bekommen, hat dann aber weitergemacht. Cooler Typ. Er liebt es. Wenn du ihm nur ein bisschen krass, ja, den Turn geben, gibst nur ein bisschen. Krass. So ein Waffenstillstand. Eigentlich hättest du hättest an der Stelle, hättest du auch einblenden können, wie ich damals, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, bei dem K-Beef, als ich dann im Interview bei Straßensound war, wo ich auch, ich weiß nicht, ob ich Props an Bushido gegeben habe, irgendwas, ich habe gesagt, ja, ich finde es korrekt von Bushido, dass er mir da so Hack gegeben hat oder sonst irgendwas. Und dann ein Jahr später, wie Bushido mich direkt vor den Karren gespannt und geopfert hat, damit er von seinen eigenen Schäden ablenkt. Ja, der Jesus wurde schon gefickt und sowas. Genau die gleiche Kiste, genau gleich. Der hat mich so ein bisschen gelobt und mir Props gegeben in seinem Diss-Track und danach. Und dann, als es für ihn eng wurde, weil Kay seinen Track ihn hart getroffen hat, hat er mich direkt geopfert. Das ist einfach Bushido. Es ist immer dieselbe Story bei Bushido. Das ist so krass. Schon so ein Frieden ist, also wie gesagt, nichts lieber als das. Man kann mal versuchen, so einen Talk zu machen. Ist vielleicht für die Kultur gut, für alle gut und ist auch vielleicht einfach interessant. Nimmt er das und dann fährt er dich dann. Ein Rapper, der von solchen Leuten unterdrückt wird, als den Täter darstellt so. Und das ist allgemein betrachtet, finde ich das sehr schwierig, Digga. Warte mal, was meinst du? Heftig, Alter. Weil dann bin ich ja nicht mehr der krasse Bushido. Aber dann würde ich das machen, was alle wollen. Dann würden alle denken, ich bin nicht mehr der krasse King. Und deswegen gehe ich lieber mit dem Kopf durch die Wand und sage, ich bin der krasse King und mache es alleine. Dann kann ich sagen, ich scheiße auf Flair, ich scheiße auf das, was die Leute sagen. Und dann bin ich der krasse King und sitze bei mir alleine in meiner Villa und bin der krasse King. Wir haben alle Bushido gebombt. Keine Hater, Bruder. Also, der war krass. Nimmt er das? Ekelhafter Typ. Damit. Wirklich, Bushido ist so ekelhaft. Boah, ich schwöre, mir wird richtig schlecht. Er liebt es. Wenn du ihn nur ein bisschen... Man muss Hack geben. Man muss Hack geben. Er macht das einfach, weil er einfach so ist. Aber ihr rafft es nicht. Macht ruhig weiter, viel Spaß. Ich meine, ich sag euch ehrlich. Einfach nur Eier. Heftig, Alter, heftig. Das ist unglaublich, was für ein Mensch der Bushido ist. Der hat uns alle Der hat die ganze Deutschrap verpestet mit diesem ekelhaften Charakterzügen. Der hat uns eine ganze Armada an Klonen von sich angelacht, die alle gesehen haben, dass so einer mit so einer widerwärtigen Art so erfolgreich wird und haben diese Szene überflutet. Ich schwöre bei Gott. Deswegen, ich kann es nur sagen, lasst uns alle zusammenschließen und Bushido ein für alle Mal hier raus. Alter, ekelhaft. Ich krieg wirklich Kotzreiz. Widerlich.
PA ist endlich aufgewacht. Ah, okay, nice. Dann können wir das PA-Statement direkt gucken. Wie geht's dir, Hammer? Ich habe das, das PA-Statement auch noch nicht gesehen. Ich habe nur vorher bei Roos reingeguckt, als er mit Flair das angeschaut hat. Deswegen perfekt jetzt für uns. Ziehen wir es uns rein. Yo, Bushido, wie geht's dir, Hammer? Nachdem du uns beim Rechteinhaber vom Sonnenbank-Flavor-Sample angeschwärzt hast, wie ein kleiner Zinki-Zinker, der du anscheinend tatsächlich bist, und diesen seit Tagen damit therapierst, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um unseren Song offline zu bekommen, den neuen Yakari-Song, und bloß zu verhindern, dass dieser am Freitag in den Charts auftaucht, muss ich dir leider Gottes die enttäuschende Nachricht überbringen, dass dein Plan trotz aller Bemühungen nicht aufgehen wird. Ich habe mich mit unserem Freund in den Staaten problemlos auf eine Freigabe geeinigt. Der Song ist heute auf Platz 4 gechartet und wäre in jeder anderen Woche vermutlich auf die 1 gegangen. Ich weiß, du hättest gerne diesen Bushido-Boss-Move gebracht und dich in der Öffentlichkeit damit geschmückt, dass du hier der Babu bist, der die Leute abmahnt und Songs einstampft. Also wenn das ein Boss-Move gewesen wäre, möchte ich nicht wissen, wie man diesen Move hier nennt. Aber selbst wenn es so weit gekommen wäre, wärst du nur die Petzliese gewesen, nicht die ausführende Kraft. Digga, ich bin echt schockiert von deinem Verhalten, ne? Seit Jahren erzählst du, wie egal dir dieser ganze Zirkus hier sei, die sogenannte Deutschweb-Toilette, du als 45-jähriger Familienvater, der sich in Dubai sonnt, seinen Frieden gefunden hat und mit diesem Scheiß nichts zu tun haben will. Also so souverän und erhaben warst du die letzten Tage nicht. Ziemlich hektisch und unentspannt durch einen 24-Jährigen, der gerade ein bisschen Hype auf einem Song hat. Ich glaube, das alles ist dir gar nicht so egal, wie du immer tust. Ich glaube, du ziehst dir das alles rein, Diggi. Du hast dem Kollegen gesagt, Yakari hat mich öffentlich gedemütigt. Alter, der hat 3 schlechte Polizeiwitze gemacht. Du als derjenige, dem es angeblich egal ist, wie oft er in den letzten Jahren beleidigt und öffentlich angegangen wurde, fühlst dich jetzt von Yakari gedemütigt. Yanni, Roos, Flair, Manuel, Bones und keine Ahnung, wen es da sonst noch alles gab. Die waren alle egal, aber Yakari hat es jetzt geschafft, oder wie? Bro, bitte, genieß doch einfach dein Leben. Hör auf, so verbittert zu sein, yo. Du hast doch gerade 100.000 Konzerttickets verkauft, Mann. Was juckt dich dieser Junge so? Ja, der hat gerade Hype. Ja, der macht in 10 Tagen so viel Streams wie Dark Knight in 3 Monaten. Ist nun mal so, Bros. Ja, der Grund, warum Bushido das juckt, ist genau der gleiche, warum er mein YouTube-Highlight gestrikt hat. Das hat gar nichts mit Rationalität zu tun, sondern mit Bushidos Egomanie. Bushido kann einfach keine Kritik oder keinen Schatten auf seiner, wie soll man das sagen, auf seiner in seinen Augen perfekten Existenz dulden. Das ist sein Problem. Mein Highlight hätte maximal ein paar tausend Views gemacht. Es hätte kein Schwanz gejuckt. Ein paar Tage später hätte es schon keine Sau mehr interessiert. Er musste es trotzdem striken und hat halt in seiner Dummheit dafür gesorgt, dass es jetzt natürlich viel mehr ein Thema sein wird. Allein schon, weil ich es mehr thematisieren werde, dass er das gemacht hat. Und warum hat er es trotzdem gemacht? Weil er, also sein Größenwahn oder sein Narzissmus sorgt dafür, dass er sich so wichtig nimmt, dass er dann so dumme Fehler macht. Das ist der Grund dafür. Das ist der Grund dafür. Es ist einfach eine andere Generation, mein Lieber. Deine Legacy kann dir trotzdem keiner absprechen. Ansonsten muss man die Zeichen der Zeit akzeptieren. Verstehst du? Kannst du nichts dran ändern. Zeiten ändern sich. Nur Zeiten ändern dich anscheinend nicht. Also ganz ehrlich, ne, wenn ich mir vorstelle, 13 Jahre älter als heute, mit 45, auf der Dubai-Palme lebend, 8 Kinder, ich als gemachter Mann hänge abgefuckt am Telefon, um den Song von einem 21 Jahre jüngeren Typen gesperrt zu bekommen, obwohl ich nicht mal der Rechteinhaber des Samples bin. Ja, nee, ich habe nichts davon, außer Rumgeficke, woran ich anscheinend Spaß habe. Wie ausgeglichen und mit mir selbst im Reinen kann ich dann schon sein? Schau mal, Azad, Adel Tawil, sogar die Schwäger deiner Frau. So viele Leute haben tatsächlich Rechte an dem Song wegen der Prison Break Topline. Mit allen Beteiligten ließ sich locker easy eine Einigung finden. Heftig, ja. Heftig. Ich glaube, Pia ist aufgewacht. Yakari, setz dich doch endlich vernünftig hin. Was ist hier? Ach krass, das ist der Moment, wo dieser Rais und der, wie heißt der andere nochmal, NG,
zu Yakari gegangen sind, um ihn zu klatschen. Und das war wohl, wie seine Freundin sich für ihn gerade gemacht hat. Sie sitzt einfach auf seinem Schoß und stresst sich mit den anderen und er sagt kein Wort. Alter, er hat hier richtig Angst. Guck mal bitte seinen Gesichtsausdruck. Sie hat ja einfach mehr Eier als er. Guck mal bitte. Krass, Alter. So eine Freundin brauchst du halt. So eine Freundin, die einfach Eier für beide hat. Ich schwör bei Gott, sie ist einfach eine richtige Löwin. Guck mal. Krass. Interessant auf jeden Fall. Nee, was, wie böse kannst du denn gucken, wenn du deine Freundin als Schutzschild vor dir sitzen hast? Ich glaube nicht, dass der böse gucken wollte. Ich glaube, der hat einfach maximal Schiss gehabt. Die waren ja aber auch zu zweit oder zu dritt. Das war's. Das war eine weitere Episode Abo Intellektueller Show. Hat mir sehr gut gefallen. Abo auf jeden Fall top. Weiter so, Bro. Sehr, sehr gut. Bei Abo alle mal reinfolgen. Auf Twitter, auf YouTube. Very good. Very, very good.